Sizasport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Sizasport TV. Wir waren heute an diesem Freitagabend zu Gast in der Regionalliga Salzburg und zwar beim Spiel TSV St. Johann gegen den SV Seekirchen. Wir haben jetzt für euch die Highlights des Spiels und danach wie immer die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Sizasport TV. Eure Stars hautnah. Also, die 13. Runde stand an in der Regionalliga Salzburg und eröffnen tut diese 13. Runde der TSV St. Johann. Sie treffen zu Hause auf den SV Seekirchen. Beide Mannschaften trafen ja bereits in dieser Spielzeit schon einmal aufeinander. Da konnten die Seekirchener zu Hause mit 3:0 gewinnen. Heute versuchte der Tabellenführer hier gleich das Kommando zu übernehmen. Dritte Spielminute, erster Abschluss hier von Sendelhofer. Aber Tetzele im Tor der Seekirchener kann den Ball über die Latte klären. Eine Minute später gibt es da einen Eckball auf der anderen Seite von Hochleitner. Die Seekirchener können nicht ordentlich klären, dann kommt der Ball hier zu Florian Elmer und Tetzele lenkt den Ball über die Latte. Riesenchance für St. Johann und für Florian Elmer, aber auch super gehalten von Nico Tetzele. Und in der 13. Minute kamen dann auch die Seekirchener zu ihrem ersten Abschluss. Hier kommt der Ball über Umwege zu Büchele und dieser Ball streifte noch die Querlatte. Glück hier für den TSV St. Johann. Ja, und dann war ein wenig Leerlauf in diesem Spiel. Die Fans mussten bis zur 30. Minute warten, bis zu diesem Abschluss hier von Höllwart. 2 Minuten später kam wieder der TSV St. Johann. Hier kommt Florian Elmer und Nico Tetzele hält hier die 0 für den SV Seekirchen fest. Und jetzt war richtig Pep drin in diesem Spiel. Hier ist Fabian Neumeier. Er steckt durch auf Vorderecker. Letzte Chance im ersten Durchgang. Der Ball kullert Richtung Tor. Kappacher rettet auf der Linie und Lapkalo trifft den Ball nicht richtig. Pausenstand also hier in St. Johann 0:0. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang. 48. Minute. Hier kommt wieder Seekirchen. Peer und da ist Manuel Wallinger, der hier mit einer Glanzparade die 0 für die St. Johanna festhält. Jetzt sehen wir gleich die darauffolgende Ecke von Volkert. Er bringt den Ball zur Mitte und da kommt der Ball wieder zu Andreas Beer. Und da ist wieder Manuel Wallinger, der den Ball hier festhält. Dann gehen wir in die 54. Spielminute. Wieder ein Eckball für den TSV St. Johann. An die Stange und da kommt Patrick Probst und er erzielt ein Eigentor und bringt somit den TSV St. Johann mit 1:0 in Führung in der 54. Minute und diesen Treffer müssen wir uns nochmal ansehen. Hier Özkan gewinnt das Kopfballduell, Stange und Probst zimmert den Ball ins eigene Kabinett und somit steht es 1:0 für die Bongauer und dann 10 Minuten später nächste Möglichkeit für Florian Elmer. Der setzt sich da auf der linken Seite durch, aber Tetzele bleibt der Sieger in diesem Duell. Dann in der 75. Minute Eckball Seekirchen und da ist Tobias Wechselberger und er erzielt den Ausgleich für den SV Seekirchen. 1:1 in der 75. Minute und diesen Treffer können wir uns gerne auch nochmal ansehen. Toll gemacht von Wechselberger und keine Chance für Manuel Wallinger. So, nächste Szene. 82. Minute, weiter Einwurf der St. Johann und hier kommt der Ball zu Yasin Yurtas. Was für ein spektakulärer Treffer, aber Schiedsrichter Bottendorfer entscheidet auf gefährliches Spiel und wir können uns das nochmal ansehen. Aus meiner Sicht aus wirklich schwer zu entscheiden. Auf alle Fälle bleibt es beim 1:1 und die St. Johanner drängen jetzt in der Schlussphase auf den Siegestreffer. Hier ist wieder ein Abschluss von Waltl und es ist unfassbar, was hier in der Schlussphase noch los ist. Wieder Eckball für St. Johann und Lapkalo rettet für den SV Seekirchen auf der Linie in der 89. Minute. Riesenchance wiederum für St. Johann, aber auch die Seekirchener kommen und hier bringt Behran Neumeier zu Fall und Bottendorfer entscheidet auf rote Karte für Lukas Behran. So, Freistoß jetzt nochmal für den SV Seekirchen. Neumeier und Probst stehen bereit. Neumeier! Und er schießt den Ball aber
deutlich über das Tor der St. Johanna. Dann nächste Szene, 91. Minute, wieder St. Johann, Volk! Und er setzt den Ball neben das Tor, aber es geht wirklich Schlag auf Schlag. Nur zwei Minuten später, 93. Minute, diese Szene, Foulspiel! Und Schiedsrichter Pottendorfer entscheidet in der 93. Minute auf Elfmeter für den TSV St. Johann. Und das ist jetzt wieder einmal eine Angelegenheit für Florian Elmer. Und er zimmert den Ball ins Netz. Und somit führt der TSV St. Johann zu Hause in der 93. Minute mit 2:1. Und es gab dann nicht einmal noch einen Anstoß. Nach diesem Strafstoß war das Spiel vorbei und die St. Johanner gewinnen mit 2:1 mit einem Last-Minute-Tor. Und wir haben jetzt für euch die Stimmen zum Spiel. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, jetzt ist bei uns der Siegtorschütze des TSV St. Johann, Florian Elmer. Florian, Siegtor in der 93. Minute per Elfmeter. Erzähl uns mal als erster deine Gedanken. Wie hast du dich gefühlt, wie du zum Punkt gegangen bist? Naja, in der Saison habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Selbstvertrauen bis jetzt gedankt und deswegen bin ich einfach hingegangen, weil man dachte, dass ich ihn mache. Und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen habe können mit meinem Tor jetzt zum Schluss. Wie war das Spiel generell für dich? War der Sieg verdient oder Chancen hat es ja genug gegeben auch für Seekirchen? Hätte eigentlich wer X gerecht gewesen? Naja, Seekirchen ist immer ein total unangenehmer Gegner. Man hat es gemerkt, wo wir in Seekirchen draußen waren, da ist Seekirchen am 8 daheim und heute wollten wir uns eigentlich, haben wir uns mehr vorgenommen, wie uns dann schlussendlich aufgegangen ist. Und dann zum Schluss haben wir aber nochmal geschafft, dass wir Druck aufgebaut haben. Ich meine, natürlich auf der Seekirchner Seite waren auch einige Chancen. Wir haben aber auch durchaus Chancen gehabt. Ich glaube, unterm Strich hätten wir uns mit einem X auch nicht aufregen können, aber ich glaube, es war ein klarer Elfmeter und da brauchen wir nicht diskutieren. Jetzt, nächste Woche geht es gegen den SV Kuchl, geht gleich hart weiter, schwerer Gegner. Wie erwartest du Kuchl? Kuchl ist ähnlich kampfstark wie Seekirchen, meiner Meinung nach, und wird sicher nicht einfacher. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir da dranbleiben, in der Form bleiben, wo wir gerade sind. Wenn wir als Kollektiv wieder stark auftreten, dann bin ich mir sicher oder bin ich überzeugt, dass wir in Seekirchen was reißen, in Kuchl was reißen können. Florian, herzlichen Dank, dass du nur bei uns warst und herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Danke. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Und wir haben jetzt dann gleich noch den Torschützen des SV Seekirchen, Tobias Wechselberger, bei uns zu Gast. Siezer Sport TV. Eure Stars hautnah. So, und jetzt ist bei uns die Nummer 3 des SV Seekirchen, der Torschütze, Tobias Wechselberger. Tobias, letzte Woche noch ein Sieg gegen Austria Salzburg, heute eine mehr oder weniger bittere Niederlage, weil man das Tor erst in der 93. Minute bekommen hat. Was ist denn dein Fazit jetzt vom Spiel heute? Naja, wir haben gewusst, dass ein schwieriges Auswärtsspiel sein wird. St. Johann auswärts ist erstens immer eine heiße Partie. Zweitens haben wir im Hinspiel gewonnen. Wir haben gewusst, wo St. Johann die Stärken hat, vor allem in den Standards. Haben es erste Halbzeit echt gut gemacht, gut dagegen gehalten, auch zweite Halbzeit am Anfang. Nur, wir haben es gesehen, dann Ecke-Tor war es 1:0. Haben uns wieder zurückgekämpft, aber dann leider zu gierig geworden und allein in der Nachspielzeit, glaube ich, haben wir einer 5 Ecken geschenkt und jede war gefährlich. Und ja, im Endeffekt war es natürlich bitter, aber hilft nicht. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen. Jetzt ist so, nächste Woche trifft man auf den SV Grödig. Der SV Grödig hängt hinten drin im Tabellenkeller. Was erwartest du da jetzt dann für ein Spiel? Wird wie jedes Spiel in der Liga schwierig. Es kann jeder jeden schlagen. Auswärts haben wir unsere Probleme gehabt in Grödig. Heim sind wir in der Saison um einiges stärker als auswärts. Also hoffe ich, dass wir an unserer Heimserie anknüpfen können. Und ja. Tobias, herzlichen Dank, dass du noch bei uns warst und dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen euch natürlich alles Gute für die weitere Saison. Wir von Siezer Sport TV verabschieden uns jetzt hier aus St. Johann, wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.